Tagchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Und heute starten wir, heute haben wir Samstag, mit ja, Selbstliebe-Thema. Aber es ist ja eigentlich immer, dass ihr auf euch achtet in erster Linie. Die Hoffnung kann ich euch natürlich nicht nehmen und auch nicht geben, sondern ihr seid hier in dem Prozess verantwortlich, genau wie für alles in eurem Leben, wo ihr so resonieren könnt, ja? Also das heißt, hier gibt es keine Versprechen, ob jemand wiederkommt. Wenn jemand wiederkommen möchte, dann wird das sowieso passieren. Ihr sollt hier in meinen Legungen die Selbstliebe zurückbekommen, vielleicht auch Erkenntnisse, die hochkommen von deinem Gegenüber für dich selbst, wo deine Fehlerchen liegen, die du für dich wegschieben kannst, um noch friedvoller durchs Leben zu gehen. Und ich sage auch hier Positives wie Negatives in diesem Video drin lassen, wenn du nicht in Resonanz gehst und dann das Video verlassen, damit du dich nicht manipulierst. Wir gucken mal, welche Samstag-Energie hier rausfällt für dich. Es kann sein, dass du da bestärkt wirst oder es kann sein, dass du dort mal ein bisschen dich umguckst. Wir haben die Umweltschützerin. Du bist ein Erdengel, geboren, um die Natur und die Tiere zu schützen, für sie zu sorgen und andere Menschen zu lehren. Kann gut sein, ja, dass du dich mit Tieren hier sehr viel befasst, dass du in den Tieren auch die Ruhe findest. Man sagt ja auch immer so schön, der Hund ist der treueste und beste Freund. Oder auch bei Katzen, bei allen Tierarten, ja. Umweltschützerin, also du, schuldig, die Heizungen funktionieren bei uns nicht. Du bist hier jemand, der sich wirklich für die Tiere einsetzt, gegebenenfalls sogar andere dadurch animiert, sich mit Tieren zu beschäftigen. Das kann ja auch gut sein, ne? Jemand ranführen. Vielleicht gab es auch eine Partnerschaft, der oder die durch dich gelernt hat, wie man Tiere sieht mit anderen Augen. Ihr hattet vielleicht auch zusammen Haustiere. Das kann alles so sein. Aber du bist ein Erdengel geboren, um die Natur und die Tiere zu schützen, für sie zu sorgen und andere Menschen zu lernen. Wenn du dich da wiederfindest, dann bleib in der Linie, ja? Das ist schön. Bleib in der Linie. Da scheint deine Aufgabe drin zu liegen, wo man es dankend annimmt, was man dir vielleicht jahrelang weggetreten hat. Und die Tiere danken es, ja? Wohlfühlen, Liebe, Zuneigung. Was haben wir denn? Na, befinden wir uns wieder mal im Teufelskreis. Das ist ja super. Oder Teufelskreis in dem Sinne, dass du dich hier gefangen fühlst, selbst gefangen oder einer Versuchung nicht widerstehen kannst, in Warteposition hängst, wie auch immer. Das kann es für dich bedeuten. Und wir haben hier 5 der Scheiben. Auch so dieses Gefühl von alles, was du gegeben hast für die Beziehung oder für dich selbst, um andere davon mit profitieren zu lassen. Ja, Angst hast, ja, dass es nicht gesehen wird oder es wurde auch vieles nicht gesehen. Für mich ist die Karte auch in dem Sinne, komm wieder raus, fang an, ja, lass es raus, lass deine Ideen raus. Alles, was du hier unter deinem Drahtkleid trägst, verborgen, ist für mich auch so. Du hast viel mehr das Zeug dazu, deine Sachen zu realisieren. Auch wieder so ein Ding, dass jemand sehr oft oder es mit irgendeiner Art geschafft hat, dich hier im Glauben zu lassen, das wäre nicht schaffbar. Raffgierig würde ich jetzt hier nicht sehen. Nee, aber lass es mal wieder strahlen. Bring es mal wieder nach außen, ja? Deine ganze Arbeit, die du hier in deinem Bereich, egal welcher Bereich es betrifft, Liebe oder Beruf, finanzielle Sachen, lass das wieder raus. Was man eh nicht sehen wollte, will man auch nicht sehen. Deswegen gibt es aber auch keinen Grund, hier so einen Stopp einzulegen und dich von deiner Weiterentwicklung hier aufhalten zu lassen. Hier ist anscheinend wirklich sehr groß wieder so ein Thema, wo du dich immer wieder verfängst oder reingerätst, wo dann dieser Prozess einfach auch gestoppt wird, ja, wo du dich selber dann stoppst und auch nicht mehr weitermachst. Und da gilt es immer dran zu denken, warum möchte man dir einreden oder irgendwas kaputt machen, ja? Man war ja mal nicht umsonst an dir interessiert oder mit dir zusammen. Du musst ja deine guten Seiten
haben und besitzen. Ja, und hier kommt auch gleich wieder der Gegenzug, ach, der Scheiben. Hol mal wieder raus, was du kannst, ja, in welcher Linie auch immer. Umsetzen, 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 dranbleiben, es lohnt sich. Und selbst wenn es erst in einem Jahr in der Fertigstellung ist, aber probiere hier wieder das, was du aufgegeben hast, rauszuholen, ja. Aufzuarbeiten, nachzuholen, auch ganz groß. Bleib dran. Irgendein Prozess, den du angefangen hast und dann auf Eis gelegt hast. Bleib dran, damit du guckst, ob du eine Fertigstellung hier hinbekommst. Lass dir es aber nicht von anderen stoppen. Nur du bist für dich zuständig, das stoppen zu lassen. Es könnte auch sein, dass du hier so ein bisschen, ja, so einen Quarksalat im Kopf hast. Sehr viel nachdenkst, ja. Während der Beschäftigung, während du wieder an irgendwas an dir arbeiten möchtest oder auch ändern möchtest, dranbleiben möchtest, kommen dann auch hier so vereinzelt diese Problemchen in dir hoch. Ist aber eine Karte, die du abarbeiten kannst. Das ist jetzt nicht schwerfällig, sondern dir ist schon bewusst, dass du Schritt für Schritt jeden Gedanken, der dich hier so ein bisschen begleitet oder die Problemchen, die aus diesem Teufelskreis entstanden sind, dass du die trotzdem in deiner Phase des Weitermachens, ja, mit Acht der Scheiben, du nimmst die zwar mit, aber du kannst die besser verarbeiten, vor allen Dingen verarbeiten. Die werden nicht in Luft aufgelöst sein oder werden oder wegspringen, aber du kannst mit diesen Problemen umgehen und wenn du an deinem Ziel festhältst, dann wird sich das in welcher Hinsicht auch immer regeln für dich, ja? Ich gucke mal kurz die Karten nochmal an. Für alle anderen, die an irgendeiner Sache festhalten hier, die für sich eine Pause entschieden haben, gerade in Sachen Liebe, haben hier so einen inneren Kampf mit sich selbst, ja? Mal aufgeben, mal sich erzählen lassen, dass es nicht klappt, dann bist du wahrscheinlich in deiner Energie, wo du hoffst und weitermachst, was ja nicht schlimm ist, aber das zeigt dir hier auch eventuell ein Weiterkommen nicht in deiner gewünschten Position an. Also dein Handeln könnte hier auch für die Probleme stehen. Die Ursachen, die Probleme hier im Kopf machen, könnten es sein, weil du dich für eine Sache hier nicht konsequent entschieden hast oder entscheiden kannst. Es geht dann mal wieder, jetzt mache ich weiter. Ach nee, jetzt merke ich wieder, es ist ein Stillstand. Alles wird stillgehalten, ja, und das könnte auch die Ansage sein für den Teufelskreis, dass du dann wieder merkst, hier ändert sich ja gar nichts. Ich schleppe immer noch die Problemchen mit mir rum. Also je nachdem, wie du es gerade empfindest, könnten wir auch hier die Ansage haben, dass du mit irgendwas abschließen möchtest, irgendwas Neues empfinden möchtest, in der ganzen Leitlinie auch mit was abschließen darfst und kannst. Deine Richtung positioniert sich hier schon von Page der Kelche in das Neue, ja? Das steht hier ganz gut. Wird eine neue Erkenntnis werden, wird vielleicht auch was ganz, ganz Neues rauskommen oder über dich erkommen. Wenn du diese Leitlinie hier fährst und dir sicher bist, arbeitest du daran weiter oder gibst du für dich jetzt auf und investierst in was Neues? Also du hast hier schon so Gedanken, die dich immer wieder reflektieren lassen, mein alter Weg funktioniert nicht so, wie ich ihn gerne hätte. So, ja, und hier sind so die neuen Möglichkeiten einfach gegeben, die das Ganze für dich nochmal neu mischen lassen könnten. Eine neue Phase, eine neue Zukunft, die du anstrebst für dich selbst, für dein Wohlbefinden. Und wir haben hier den Eremiten, da wirst du vielleicht auch nochmal dich zur Ruhe setzen und alles nochmal verarbeiten, diesen ganzen Teufelskreis, den du bis jetzt hier erlebst, Gedankenzüge, aus denen du unbedingt rauskommen möchtest. Das ist aber auch dein Wunsch, ja? Du weißt momentan hier irgendwie nicht, sollst du weitermachen, dranbleiben oder sollst du hier
dieses Stoppen, was man dir immer schlecht gemacht hat oder niedergesprochen hat. Trotzdem gibst du nicht auf. Wenn die zwei Karten so nebeneinander sind, das ist immer so stoppen und hier extrem dran arbeiten und weitermachen. Da bitte aufpassen, ob du die einzige Person bist, die hier Kraft investiert, weil du scheinst da hier schon so Gedanken reinzubekommen, dass es nicht so prickelnd ist, wie du geglaubt hast. Ja, hier sind ja trotzdem diese Problemchen erkennbar durch dieses stoppen, weitermachen, investieren, wieder stoppen, jemand sieht es nicht, stoppen. Und das ist dann eben auch deine Erkenntnis, die immer öfter in dir hochkommt, wenn du so ein Gefühl hast, du kommst nicht mehr vorwärts. Und da wirst du noch mal hingehen und dir wirklich Gedanken machen, wie lange möchtest du in diesem Teufelskreis sitzen, wie lange möchtest du diesen Teufelskreis eigentlich machen mit diesem Stop and Go, könnte man das nennen, ja? Dieses Stop and Go von deinem Teufelskreis dich hier selbst zu befreien. Vielleicht ertappst du dich sogar, dass du mit deinen Tieren sprichst, ja, oder mit Tieren generell, weil du dich da wohlfühlst. Vielleicht auch so gedankenübertragend, wenn du spazieren bist oder mit deinen Haustieren sprichst. Das sind die einzigen, die dich vielleicht hier gerade noch so unterstützen, die dir Liebe geben, die du empfangen kannst, die echte Liebe, ja. Und ja, es sieht ganz stark danach aus, dass du hier selber sagst, ich nehme Platz, um nachzudenken. Weil vorne im Kopf Teufelskreis, hinten angekommen in der mentalen Linie, Stillstand, ja? Moment, ich merke, ich muss noch mal nachdenken. Wie lange wiederholt sich der Prozess ja eigentlich schon? Du willst schon dieses Stop and Go, dieses On-Off, in welchem Bereich es jetzt hier zutrifft, verstehen lernen. Und trotzdem kommst du hier immer mehr rein. Naja, für dich muss es irgendwie anders und neu weitergehen. Das sind aber dann nur so Kurzfrequenzen, die bei dir so reinkommen. Und dann wirst du wahrscheinlich wieder in diesen Stop-and-Go-Zustand geschmissen. Entweder weil du musst, weil du aushalten musst, weil du möchtest. Das kann hier verschiedene Ursachen haben. So, Entschuldigung. Meine Nase juckt. Das gibt schöne Karten. So, wir gucken mal. 10 der Stäbe. Dein Herz ist definitiv vorbelastet, ja? Nicht nur durch diesen einen Bereich, dein Herz ist definitiv vorbelastet. Fühlt sich schwer an. Aber vorbelastet und nicht das. Nur bei dem aktuellen Thema, was dich hier betrifft. Dein Herz ist vorbelastet. Fühlt sich alles schwer an. Es drückt. Wie viele Bürden muss man dir hier noch aufdrücken? Oder mutest du dir auch zu? Ja, das muss nicht unbedingt immer eine Verantwortung eines anderen sein oder der Sache geschuldet sein, sondern du kommst mir hier sehr druckvoll vor, dass du dir zu viel Druck einfach auch oftmals gibst und machst. Wir haben hier die Königin der Kelche. Das ist dein wahres Herz, ja? Dieses Emotionale, dieses Spüren, dieses Lieben. Lieben können, geliebt werden dürfen. Du wirst weiterhin daran festhalten, dass dein Herz für Liebe hier empfangsbereit ist. Du hast hier große Gefühle, aber dein Herz fühlt sich schwer an. So richtig verstehst du es vielleicht auch mit dem Kopf gar nicht einzuordnen, weil dein Herz fühlt sich sehr schwer an. Und trotzdem gibt es hier diese Gefühle für jemanden oder eine Passion für irgendetwas, wo du erstmal gucken musst, was überwiegt hier mehr? Mein Kopf, der hier im Teufelskreis steckt, oder nehme ich jetzt wirklich mal wieder für mich die Pause im Eremiten Platz? Und mach mir jetzt mal so meine eigenen Gedanken, ohne dass jemand Zugriff hat auf dich. Wir haben in der Herzangabe 8 der Schwerter. Ja, das ist so eine Konfrontation mit Kopf und Herz. Dieses Nachdenken. Was fühlst du eigentlich wirklich? Welche Sachen sind denn hier so schwer, über die du nicht sprechen kannst oder darfst oder willst? Welche Sachen hat man dir hier entgegengebracht, mit denen du zu kämpfen hast auf der Gefühlsebene, wo wirklich dein Herz einfach gefangen ist und du dich nicht freisprechen darfst oder kannst. Du möchtest hier unbedingt aus dieser
Gefangenschaft, ja, dein Herz wieder offen machen, frei machen, damit du dich hier wieder wohlfühlen kannst. Diese Wohlfühlkarte 9 der Scheiben liegt auch unter diesem Stop and Go, was dir immer wieder Probleme bereitet oder die Probleme, die du immer wieder mitziehst im Kopf. Dein Herz möchte eigentlich nur Ruhe von der Kopfangabe, ja? Da so ein bisschen hindenken, welches Problem könntest du zuerst lösen, damit sich dein Herz hier wiederfindet, deine Gefühle, die sich nach Geborgenheit sehen, auch so diese Ruhe vermissen, dieses Ankommen. Ich kann dir auch hier zeigen, dass dein Herz zum Kopf sagt, du machst einfach zu viel in irgendeiner bestimmten Situation. Du machst einfach zu viel, weil du bist dadurch gefangen in dem Käfig. Dein Herz sperrst du damit ein, mit der Arbeit, die du oben machst. So, und das, was du dann stoppst, wo du dann auch gar nichts mehr von dir zeigen kannst, zeigen darfst, auch dann wieder gestoppt wirst, weiterzuarbeiten, ist hier dieses Gefühl, ja? Das ist so ein Gefühlsduselei Kopf und Herz. Das spürt man dann natürlich sehr, dass man hier nichts rauslassen kann, was man gerne möchte. Es wird nicht gesehen, es wird nicht anerkannt. Deine ganze Liebe. Jetzt legen wir unter dem Pagen der Kelche den Stern. Genau, und das ist auch das, was du im Kopf manchmal so als Kurzfrequenz oder Kurzimpuls reinbekommst. Dieses Hoffen. Du hoffst ja hier schon in diesem Prozess, Mann, ich hoffe, das wird irgendwann alles mal gut werden. Oder ich brauche jetzt mal einen Neustart, ja, einen neuen Ruck, eine neue Orientierung. Es suppt immer so ein bisschen im Kopf durch und im Herzen hoffst du einfach. Da bist du noch nicht so wirklich dabei, so powerhaft das Ganze zu übergehen, aber du bist schon mal im Kopf drin, hier für dich zu erkennen, was tut dir eigentlich gut, was ist für dich der beste Weg, um hier irgendwie neue Kontakte anzuknüpfen, ja, oder um irgendwas Neues wirklich wollen zu dürfen, zu erschaffen. Deine Leitlinie pulsiert schon dahin, dass du irgendwas Altes gerne auch von dir, ja, frei machen. Du willst dich einfach frei machen von irgendetwas, was dir gerade wehtut, was drückt. Und es kommt einfach immer mal wieder rein mit Page der Kelche und das gibt dir so Hoffnung vom Herzen her, ja, dieses ertappst dich vielleicht öfter mal, dass es gut geht, was du denkst. Es wird schon, ja, so eine Ansätze. Noch fehlt da aber dieser entscheidende Punkt und deswegen verziehst du dich ja in diesen Eremiten, um mal immer mehr klarer zu denken. Lohnt es sich hier eigentlich diese Stop-and-Go-on-off-Arbeit für dich oder was ist hier los? Da legen wir jetzt unter den Eremit. Wenn es Zeit wird, dass du für dich dann wieder Ruhe brauchst, haben wir ja generell den gewagten Neuanfang komplett auf Null, komplett neu. Du wirst dann hier hinten ankommen. Vielleicht wurdest du gezwungen oder zwingst dich selbst, je nachdem, wie die Sachlage gerade ist. Aber es sieht ja auch nicht schlecht aus, ja? Auch hier, du weißt nicht, was auf dich zukommt, aber du bist zumindest bereit, hier aus diesem Prozess, aus dieser Starre, aus dieser Erkenntnis, die du hier mitnimmst, umzusetzen. Dein Herz hat was Neues verdient. Eine neue Lebensfreude, eine andere Lebensfreude. Dein Herzenswunsch ist es einfach auch hier, komplett mit irgendwas abzuschließen, weil du es nicht aushältst, nicht willst, da auch irgendwo nicht mehr rein willst. Aber du bist hier einfach in einer verzwickten Lage, die dir angibt, komm aus diesem On-Off, wenn es für die Liebe trifft, oder Stop-and-Go für alle anderen Sachen. Komm da raus, ja? Du darfst nicht immer diese Pausen einlegen, sondern mach es lieber auch hier in die Mäßigkeit, weil dieses Stehenbleiben, zu viel Nachdenken, da wartet der Teufelskreis, vorne liegt alles Neue und du musst jetzt auch hier dein Herz
wieder befreien und vor allen Dingen auf dein Herz hören, was deinem Herzen gut tut. Da schlägt dein Kopf öfter mal so ein bisschen dazwischen. Wir nehmen mal hier die Engelkarten für dich. Die Liebe- und Partnerschaftsbotschaftskarten. Mal gucken, falls es die Liebe betrifft oder zwischenmenschliche Beziehung. Was wird dir hier geraten in der Situation, für die du guckst? Solange wie mir die Hände hier nicht abfliegen vor Kälte, kann ich noch mischen. Na, was ist denn los bei euch? Das sind die Engel gerade. Oh nee, das sind mehrere Karten. Wissen die Engel bei euch auch nicht Bescheid, was doch jetzt eine liebevolle Zuwendung. Eine liebevolle Zuwendung. Ist sogar, ihr könnt es nicht sehen, hier raufgefallen auf diese Tiere. Vielleicht ist es genau das, wo ihr wieder reinkommen solltet. Das ist die echte liebevolle Zuneigung, die ihr bekommt von euren Tieren, wo ihr, auch wenn es Wildtiere sind, ja, so eine Dankbarkeit abholen könnt. Da ist alles ehrlich, das ganze Handeln ist dort ehrlich. Die liebevolle Zuwendung in Bezug auf deinen Bereich ist einfach auch zu dir selbst. Zu dir selbst eine liebevolle Zuwendung bitte genießen. Lass dein Herz bei Acht der Schwerter wieder leben, ja, dieses eingesperrte Gefangene sieht ja auch schon immer traurig aus. So, welche Energie kriegst du heute noch? Zeit zur Erholung. Das wird wahrscheinlich dein Eremitzustand sein, die Energie vom Eremiten nicht zurückzuziehen. Ich halte es mal näher ran. Jetzt bist du dran, ja? Liebevolle Zuwendung, Zeit zur Erholung. Das wird wahrscheinlich auch immer in deinen Phasen passieren, wenn du diese Stop and Goes machst. Oder ja, wenn du stoppst, dann brauchst du diese Erholung, ja, weil du kannst, hast keine Kraft mehr weiterzumachen. Und dann geht es aber auch wieder los. Ist ja an sich so nicht schlecht, aber dadurch, dass der Teufel vorne lag und das so die Angabe ist für diesen ganzen Weg, der hier als Linie liegt oder lag, ist es schon ein bisschen gefährlich und du solltest dir hier drüber Gedanken machen, ob du in dieser Energie, in der du dich befindest, weitermachen möchtest. Ob das gesund für dich ist, ja? Weil dein Herz drückt, dein Herz ist belastet. Das haben wir gesehen. Und es ruft auch nach dem Befreiungsschlag, wo du einfach auf dein Herz hören musst. So, wir haben hier unverhofftes Geld und eine Ehestandskarte. Das kann für mich bedeuten, dass sich vielleicht auch noch Altlasten hier begleiten, die eventuell wieder reinkommen oder auch für deine Mühe zurückkommen. Ja, Ehestandskarte ist eine Verbindung. Das bezieht sich auf die ganze Linie. Also es kann wohl wirklich was damit zu tun haben, dass die Verbindung hier schwächelt, dass die Bindung generell hier einen Knack weg hat, dass die Bindung nicht mehr existiert, dieses unverhoffte Geld. Irgendwas Schönes wird sich daraus aber ergeben. Also es besteht hier die Hoffnung, dass du hier irgendwas zurückbekommst, ja? Irgendwas, Beantragungen, irgendwas, was sich verbessert für dich, muss ja jetzt nicht ab sofort sein. Aber es steht hier ganz gut. Alles, was mit dieser Verbindung zu tun hat, wird dir unverhofftes Geld bringen. Entweder in dem Prozess, wo du mit jemandem zusammen hier irgendwas wieder gut machst oder heilst. Oder die Ehestandskarte steht dafür, dass du hier eine Verbindung einfach auch selbst durch einen Cut dieses hier eintrifft. Deswegen sage ich immer, versuch hier in Resonanz zu gehen. Und ansonsten, ohne diese Verbindung geht es dir besser und du bekommst dieses unverhoffte Geld einfach rein. Das, warum sollte es nicht so sein, ne? So, ihr Lieben, eine Botschaft für dich von den Engelbotschaften. Was wird dir hier geraten, um dein Herz zu befreien, um aus dem Teufelskreis zu kommen? Hoppala. Dir die Frage stellen, ob du ganz bei dir bist, bei diesen ganzen Stop-and-Goes und On-Off-Sachen.
Dafür wirst du aber den Eremitenzustand, warum denn Zustand? Die Eremitenenergie benutzen, ja? Du wirst dich hier zurückziehen und dich auch das vielleicht auch sogar frech fragen. Sag mal, bin ich ganz bei mir? Was mache ich hier, ja? So eine Sätze könnten auch sein, bin ich noch ganz dicht? Was mache ich hier die ganze Zeit? Aber darum geht es hier nicht, sondern, also es kann darum gehen, aber hier geht es um deine eigene Mitte. Bist du ganz bei dir und erst dann die Schritte machen und zur Erkenntnis kommen? Oder handelst du eher doch aus diesen Kurzreaktionen, oh, da ist eine Chance, ja? Und dann ist wieder alles, was du vorher hattest und auf dem guten Weg, hier irgendwas für dich zu heilen, wieder komplett zurückgeschossen, weil erinnere dich dran an den Teufelskreis. Vielleicht nimmst du dir die Frage einfach mit und immer, wenn so eine Schwere hochkommt, dass du dich fragst, bin ich gerade ganz bei mir, ja? So innerlich wirklich auf deine innere Stimme hören, dich fragen, bis wohin bist du schon gekommen, wie lange willst du vielleicht noch warten, für was gibst du noch mal Kraft, bist du ganz bei dir? Und solange du dir diese Frage stellst, wirst du auch deine eigenen Antworten bekommen. So, wir gehen, falls es dich interessiert, ansonsten bitte abschalten und deine Selbstkontrolle hier einsetzen, in dein Gegenüber rein, der für mich auch automatisch zu deiner ersten Linie passt, der damit was zu tun hat. Wir haben hier den Missbrauch für dein Gegenüber. Mach dein eigenes Wohlergehen zu deiner höchsten Priorität. Und hier denke ich ganz stark, geht es wieder um ein inneres Kind-Thema, womit der Mensch, mit dem du zu tun hast oder gerade irgendwie im Clinch liegst, Missbrauch, nehmen wir mal jetzt in den leichteren Varianten natürlich, ja, es kann hier alles sein. Ja, wieder mal an jemanden geraten, wo du einen nicht geheilten Menschen vor dir hattest, eine nicht geheilte Seele. Haben wir hier die 6 als Quersumme, falls euch das weiterhilft, in der Numerologie. Missbrauch, mach dein eigenes Wohlergehen zu deiner höchsten Priorität. Also zeigt für mich eigentlich auch an, dass ihr auf jemanden getroffen seid, egal in welcher Situation, der mit sich selber nichts anfangen konnte, ja, nichts anfangen konnte, selbst dafür nichts kann. Es ist ein Dilemma, das ist wahrscheinlich auch die Andeutung für den Teufelskreis, egal welche Person hier jetzt hintersteckt. Hier hat eine Person selbst einen seelischen oder anderweitigen Missbrauch erlebt. So, 7 der Schwerter. Ja, man fühlt sich selbst hier beraubt, ja? Da fühlt man sich in der Ebene. Man fühlt sich hier selbst beraubt, nicht, das ist auch so, ich gebe mich auf, ja? So, ich klaue anderen was, mir wurde aber auch was geklaut. Das ist so, ich verschiebe die Wahrnehmung, ja, mit Hilfe, ich weiß auch nicht, warum dieses Kuckucksei bei mir reinkommt. Das ist so, man hat da ein Ei in der Hand, in der Hand. Und das sind so Angaben, die auch viel mit Täuschung zu tun haben. Sich selbst täuschen, ja, dein Gegenüber täuscht sich hier selbst. Demnach eigentlich, was heißt eigentlich, demnach auch dich, ja. Du bist in verschiedenen Phasen, hast du vielleicht ganz anders gedacht und dieses Problem nicht erkannt, wusstest davon oder weißt nichts davon. Aber hier ist jemand, der nicht so die Wahrheit gefunden hat mit 7 der Schwerter, ja, der sich selbst einfach betrügt, der auch andere oder dich hier in dem Moment belogen, betrogen, all das gemacht, was sich unschön anfühlt für dich, aber auch für dein Gegenüber. Hier haben wir eine Transformation und wir haben auch hier jedes Mal, scheint sich hier der Mensch auch ändern zu wollen, ziemlich schlagartig. Also Transformation machen wir alle durch. Manche sehr wenig und manche mehrere für eine gewisse Phase und dann geht es wieder neu rein. Hier verursacht man das fast, ja, dass man hier ein Modell lebt, was sich ständig ändert, was ständig in der Entwicklung ist. Neu rein, altes weglassen, ja, aber das geht dann hier auch so zackig, so. Es ist sehr überkommend, sehr, als ob man da nicht gegenhalten kann. Eine Transformation ist was Schönes, aber hier scheint es wirklich bei deinem Gegenüber öfter zu explodieren. Man verlässt diese Situation, man ist ja auch nicht so wirklich in der Power drin, daraus was Gutes mitzunehmen, sondern fängt hier schon fast total neu an, ja, aber so, dass man sich hier nicht gefunden hat. Dieses auf der Suche nach,
wo baue ich was auf, wo wird es für mich hingehen, ja? Das ist schon fast abhängig von den Sachen, die der Mensch hier begleitet, nach, das können Stimmungsschwankungen sein, das sind hier keine geplanten Sachen. Es explodiert hier einfach wirklich so raus, wenn die Bombe geplatzt ist oder wenn irgendwas aufgedeckt wurde. Und ja, so richtig Powerkraft ist es nicht. Hier fängt jemand einfach immer wieder von vorne an und versteht aber auch nicht, dass hier ein Prozess einfach aufzuarbeiten ist. Ja, was haben wir hier mit Ast der Scheiben? Also hier kommt auch noch mal Rums rein. Das wäre die einzige Energie, die wirklich super schön ist, hier im Glauben zu haben. Ansonsten wäre der Mensch, glaube ich, schon ganz woanders. Dieser Mensch ist sehr willensstark, kann man schon sagen. Also egal, was hier vorgefallen ist, dieser Mensch kämpft trotzdem immer wieder um diese Kraft, um diese mentale Kraft, auch wenn ihr dafür jetzt selten Verständnis habt. Nur, das ist hier zu wuchtig. Man weiß, dass man hier oft Situationen verlassen muss, weil man sich hier selbst wiedererkannt hat und den Schmerz fühlt. Und dann macht man sich aber nicht so große Gedanken, was habe ich getan, sondern wie geht's weiter, ja? So, ich brauche wieder jemanden, der mir hilft, der mir die Richtung zeigt. Und das ist so das Einzige, was denjenigen hier überhaupt noch so immer wieder überleben lässt. Ja, das ist so, wie dass man sich denkt, wie kommt dieser Mensch eigentlich durchs Leben? Aber trotzdem hat dieser Mensch immer wieder Ideen und so eine Willenskraft, ob man sich es erklären kann oder nicht. Der Mensch macht dein Gegenüber, für den du guckst. Auch hier haben wir die Angabe, das ist bei dir im Herzen gefallen, der Kopf. Auch alles sehr schwer, ja. Das wird mitgeschleppt, sogar wenn man hier in die neuen Prozesse geht. Das heißt für mich, es wurde hier auch nichts abgearbeitet. Man will einfach nur dieses Neue, ja, sich schon fast schönreden, dass man hier alles schafft, aber die Probleme kommen mit. Trotzdem ist das eine starke Charaktereigenschaft. Dieser Mensch gibt nicht auf. Nur die Probleme werden, die Kraft, ja, die Probleme, die Kraftlosigkeit, die Ideen fallen weg. Man ist sich hier nicht bewusst mit 10 der Stäbe, was man alles aufgebürgt bekommen hat, ja, durch diese Missbrauchskarte vielleicht, wie man dadurch auch handelt. Man muss sich hier reflektieren. Man erinnert sich auch und wird hier in die neue Welt geschossen. Das ist das Einzige, was hier überhaupt noch bei jemandem hilft, auch wieder eine neue Richtung hier anzufangen. Anders geht es schon gar nicht. Das ist aber auch das, was derjenige immer macht, sich eine neue Welt aufbauen und wird wahrscheinlich auch, es tut mir leid, durch diese Schmerzen wird das hier ein Kreislauf sein. Hier wird jemand drin sein, der fängt dann wieder so an. Dann explodiert wieder die Sache. Entweder man zieht sich zurück, geht oder hat dich komplett weggeschossen. Dann guckt man wieder, wen kann man hier benutzen, wie geht es weiter, ja. Naja, gut, die Kraft habe ich ja, den Willen, ich schaffe das schon, musste ich ja mein Leben lang. Trotzdem, die Probleme sind bei, ja, die Schwere, alles, was einem so, vielleicht auch dieses Hoffnungslose, was man mitträgt. Und dann kommt das hier wieder. Es tut alles weh, aber ich muss trotzdem die neue Welt betreten. Kann im Umkehrschluss mit der neuen Welt wirklich sein, die falsche neue Welt. Hier muss jemand lernen, diesen Kummer mal zu verstehen. Und das liegt hier einfach so, ich nehme alles mit. Hier liegt eine Person, die nimmt wirklich alles mit der Willenskraft, einfach in der Hoffnung, überleben zu dürfen, überleben zu können, weitermachen zu können, ja, in der Position. Dann merkt man wieder, oh Scheiße, man fühlt sich gar nicht wohl, wo man drin ist. Aber man probiert es immer wieder, ja. Das kann auch so ein Selbstfindungsprozess sein, der so für die Schmerztherapie generell gilt, dass man sich hier selbst was vormacht und nur noch in dem Zustand die Schmerzen, die innen so drücken, dass man damit nur noch klarkommt. Ich lege mal im Herzen, hupala. Im Herzen haben wir hier schon jemanden, der immer, also sehr windstark ist hier wirklich jemand, der oben im Kopf, man schafft es auch immer wieder, sich irgendwo reinzubrettern und ich wollte fast sagen, ins Nest zu setzen, ja, und dann aber auch wieder tschüss, bin weg. So, ich bin da, hier ist cool. Ich mache kurz eine Pause als Ritter der Scheiben, aber ich bin dann auch wieder weg, weil ich kann es, ja, so ungefähr. So, dann haben wir hier 7 der Scheiben. Das ist auch so,
oftmals vielleicht gedacht, was hatte ich alles, was habe ich jetzt nicht mehr, was hätte ich haben können, wie viel hätte ich geben müssen. Mit Gefühlen kann man hier in der Angabe 7 der Scheiben vom Gefühlswesen her aber nicht viel anfangen, ja. Da verliert man sich, da hat man sich in Emotionen verloren. Bis jetzt kam ja auch noch nichts Emotionales, Gefühlvolles in dieser Herzrichtung vor. Wir haben immer nur Scheiben, Scheiben, Scheiben. Dann haben wir hier 10 der Schwerter. Oben hatten wir ja im Kopf die 7 der Schwerter. Und ja, auch das hat mittlerweile das Herz erreicht, ja. Hier erinnert man sich an den Schmerz, wie man jemandem wehgetan hat. Hier kommt das hoch. Man hat auch hier diese Kraft oben, was derjenige im Kopf hat, um zu überleben mental mit Ass der Scheiben, hat man auch hier, ja. Man ist hier schon eine sehr starke Person, aber ist auch genauso stark gebrochen. Das kann ich dir hier sagen. Hier ist eine geflippt. Wir haben 8 der Kelche. Kann auch schön, kann auch ein bisschen negativ behaftet sein, je nachdem, wie man hier mit seinem Herzen umgeht. Man könnte hier einiges noch besser verstehen und bewusster wahrnehmen und fühlen und spüren. Das hat derjenige aber auf dem Weg hier auch verloren. Oh, das geht schnell. Und wir haben hier die Angabe, es kann noch alles geheilt werden, ja, im Herzen. Die Aussicht dafür ist gut. Wärme kann man auch empfangen. Es ist jetzt nicht so, dass man hier einen ganz kalten Körperklaus vor sich hatte oder Klausin. Man kann das fühlen, aber man behandelt es wahrscheinlich so für sich selbst, dass man auch hier wieder den Tank aufgefüllt hat und dann, ich muss wieder los, ja? Jetzt fängt wieder irgendwas an, weh zu tun. Ist ja auch egal, was der Grund und Auslöser ist, aber hier tut man sich selbst fast weh in der Angabe. Man tut sich selbst nichts Gutes, man tut sich selbst weh, ja? Man nimmt aber trotzdem hier deine Kräfte mit und wahr. Das könnte auch das sein, weil man ja hier so in Erinnerung im Herzen spürt, trotzdem habe ich ja Liebe mit dir gehabt oder irgendwas empfunden, du hast mir irgendwas gegeben. Damit füttert sich derjenige aber, ja, und tankt seine Aufmerksamkeit oder sein Gefühl auf, dass man ja hier schon irgendwas wert sein muss, aber der Kopf, der ist einfach. Der ist hier nicht gereinigt. Der Kopf liegt hier nicht in Ordnung. So, wir haben hier, das ist auch der Herzenswunsch von deinem Gegenüber, ja? Dadurch, dass man ja trotzdem dahin gewillt ist, zu denken oder das zu besitzen, das liegt im Herzen, das möchte man schaffen, diese Bindung. Man will eine Verbindung, man will auch eine Vereinigung hier haben. Aber momentan, sage ich dir ganz ehrlich, ist der Kopf ist einfach richtig zugeknallt. Wir gucken mal im Kopf. Bei den Geistesführerkarten, was raten ihm diese Karten oder ihr in der Kopfebene? Also das ist ein in sich wiederholender Kreislauf, genau wie es in deiner Angabe war, die Teufelskarte bei dir. Halte dich an die goldene Regel. An die goldene Regel, nicht aufgeben, ja? Hier hat jemand für sich selbst eine goldene Regel, die ihr vielleicht kennt, die ihr vielleicht auch mal demjenigen mitgeteilt habt. Das kann auch sein, dass man sich daran erinnern könnte, was du demjenigen mal mitgegeben hast, dass es für euch einen Grundsatz gab, dass es für euch einen Satz gab, der sehr entscheidend ist für eure Verbindung hier drin. Und im Herzen haben wir hier, also derjenige, damit wir uns nicht falsch verstehen, ja, wünscht sich das, auch in Gedanken mit dir. Aber man hat hier Kreisläufe gemacht und hat ja auch gewisse Regeln oder sich selbst auch übergangen und übertroffen und auch sehr schlimm, sich eben nicht an die goldene Regel gehalten, die ihr mal zusammen hattet. Trotzdem möchte man das. Es ist aber momentan hier überhaupt nicht möglich. Hier sind die Herzangaben, deine Überzeugungen sind richtig für dich. Das ist für mich auch sehr schön, ja? Dieses, hier möchte jemand, aber kann nicht. Der Kopf stellt sich gegen das Herz. Da gibt es gar keine andere Frage. Jetzt gehen wir. Hier muss im Kopf was klickern.
Musik machen. Hier ist jemand vielleicht in den Prozessen sehr gut, wenn man sich hier Musik anmacht, dass man dort abschalten kann, nachdenkt, vielleicht wirklich Musik macht zur Ablenkung. Und wir haben hier, was zeigt das Kipperblatt an für den Kopf? Eine Gemeinschaft. Man ist hier nicht gemeinschaftsfähig. Das sollte aber hochkommen, ja? Das ist vielleicht auch geltend für die goldene Regel, dass so Sätze gekommen sind wie, du bist überhaupt nicht gemeinschaftsfähig oder du bist kein Teamplayer. Hier ist man wirklich, also hier sitzt das Problem nicht dort bei demjenigen. Dort weiß man, was man will. Man will hier hin und hat das auch im Herz liegen. Das ist der Herzenswunsch. Der Kopf kann aber nicht mitmachen. Und dadurch leidest du durch dieses Stop and Go. Das könnte auch hier dieser Ritter der Scheiben sein, Stop and Go. Und wir haben hier einen reichen, guten Herrn. Also es könnte sein, dass hier eine Person bei dieser Person auftaucht, die reich in dem Sinne von, hier wird einem weitergeholfen, einen guten Kumpel, irgendeine Person findet, die hier jemanden wachkitzelt. Das seid aber nicht ihr. Entweder ist hier gerade jemand dabei, diesenjenigen aufzupäppeln, gewisse Vorsätze mitzugeben. Dieser Mensch holt sich von einem reichen, guten Herrn Tipps oder wird auch aufgefangen oder wird in eine Richtung gedrückt, wo man immer klarer sehen kann oder wo man sich bei diesem Herrn ansehen kann, wie eine Beziehung, Familie, Verbindung funktioniert. Das kann auch sein. So, wir gehen jetzt mal rein mit den Engelbotschaften Liebe, Partnerschaft. Es geht hier wirklich um dieses Stop and Go. Wie lange machst du mit? Wie lange hältst du es aus? Wenn du mich fragst und du konntest hier resonieren, sage ich dir, geh raus, weil der Kopf ist von deinem Gegenüber hier nicht frei. Du würdest nur nebendran mitsitzen, leiden und warten. Solange du dich nicht fortentwickelst, macht das dein Gegenüber auch nicht, gerade wenn ihr verbunden seid, ja? So, wir haben hier das größte Thema, weil hier konnte jemand nicht zuhören. Das wird hier jemand machen. Ich glaube auch, das bezieht sich immer noch auf diesen reichen, guten Herrn, damit man eben seine Liebe und seine Partnerschaft hier reflektieren kann. Hier ist ungemein vielleicht auch mal so ein Rat geflogen. Du musst erstmal lernen zuzuhören, ja? Das scheint hier ein Problem bei der Person zu sein, weil der Kopf ist ja auch voll, man will ja nichts hören. Und wir haben auch hier passend zur Musik machen Körperlichkeit, Spiel, Tanz, Wärmen. Hier liegt eine Person, die kann wirklich sehr gut Notenmusik empfangen. Ja? Da kommen Impulse rein, da kommen Erinnerungen rein, da kann man verarbeiten. Hier ist jemand, der kann nicht mit Sprache kommunizieren, sondern redet mit sich selber über Lieder, Songs, Texte. Also, was wird hier in diesem Rahmen hier verarbeitet, ihr Lieben? Aber momentan ist hier eine Hilfe von außen zu sehen, beziehungsweise wird dein Gegenüber hier inspiriert von jemandem, der ihm schon klar machen könnte, du, so wird es aber nichts. Auch wenn du es möchtest, dafür hast du das. Hier kommt jemand, der dein Gegenüber zur Reflexion animiert, ja, in diesem Zeitpunkt, zu dieser Energie. Oh, mir frieren ja die Pfoten ab, wollte ich sagen, habe ich gesagt. Ihr Lieben, wollen wir eine Tendenz noch machen für das ganze Thema euch betreffend, dein Gegenüber oder die Situation? Liegt der jetzt hier auch vorne? Was redet man dir? Und auf weitermachen, warten, hoffen und dich nicht bewegen? Nein. Deine Energie sprüht nur rüber, wenn du eben nicht wie ein Trauerkloß wartest, ja? Du musst vorwärts gehen. Alles andere wird sich zeigen, ob du denjenigen überhaupt an deiner Seite brauchst, wenn du vorwärts gehst. Erst dann wirst du wieder merken, wer du bist und was passiert. Und wenn jemand der Meinung ist, er möchte nachziehen, dann, das sind vier, dann kannst du dir überlegen, ob du hier jemanden nochmal zur Kommunikation reinlässt. Ansonsten geht es darum, deinen Teufelskreis hier aufzulösen. Zu erkennen, dass du nicht
der oder diejenige bist, die den Kopf hier waschen kann. Das macht jemand anders. Und auch hier sage ich, du kannst natürlich warten, ja? Aber was hast du da mit der schönen Zeit gemacht die ganze Zeit? Hier liegt jemand im Prozess, der merkt es gerade nicht im Kopf. Der Herzenswunsch ist da, aber man handelt eben nicht so, ja? Und derjenige wird nicht auf dich zukommen, momentan, aktuell, ja? Wir haben hier Wege ab. Das ist deins, ja? Wege ab von deinem Stop and Go, die Tendenz. Da ist dein wichtiger Punkt, da ist dein Hauptthema, wo du hier von der Resonanz sagen kannst, okay, ja, war mir schon klar, ich muss mich jetzt entscheiden. Wege ab, was ist für dich gut hier? Stop and Goes, Sachen dulden, weil du denkst, naja, jetzt sitze ich eh schon so lange im Teufelskreis. Naja, du musst aber auch mal irgendwann raus, ne? Das ist nicht eine gute Ansage zu sagen, jetzt sitze ich hier eh schon so lange, na, jetzt machen wir nochmal. Also du hast ja schon die Grenzen wahrscheinlich sehr weit überschritten gehabt und du musst jetzt hier abwägen, inwieweit hängst du hier noch einem Prozess nach, weil sonst kannst du diesen Teufelskreis nicht durchbrechen. Ja? Ich sage dir nochmal in aller Deutlichkeit, hier liegt jemand, den du nicht retten kannst und umstimmen kannst. Vielleicht gibt es Situationen, wo ihr euch wieder trefft und sagen könnt, oh wow, dann sind das aber falsche Hoffnungen. Weil hier liegt jemand im Kopf noch unerkannt für sich selber. Ja, ich sage es dir ganz krass, unerkannt mit 7 der Schwerter. Man wiederholt dieses Modell, das ist dein Kreislauf widerspiegelnd. Du musst aus dem Teufelskreis jetzt raus, damit sich auch hier energetisch diese wiederholende Schleife ändert. Und du machst da deins für dich und nicht, dass du sagst, okay, ich muss jetzt aus dem Teufelskreis, damit derjenige zu mir zurückkommt. Dafür ist dieser Prozess hier einfach, hier kann jemand nicht viel machen, auch wenn man das gerne mit dir leben wollen würde. Hier kann aber jemand nicht agieren. Man will nur das genießen und das haben. Man ist hier aber nicht da, man ist hier selbst nur im Überlebensprozess. Schlimme Erinnerungen, innere Kindthemen hier zu überspielen, zu überleben, ja. Diese komplette innere Sache muss erstmal hier aufgearbeitet werden, dass man überhaupt weiß, dass man hier sicher ist und wäre. So, ihr Lieben, ich friere mir den Arsch weg. Der ist, glaube ich, schon weggefroren. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ich werde jetzt meine Mom besuchen. Sehe da fast alle meine Kinder, ja. Und ja, so sieht es heute erstmal aus. Und wir haben Schnee, habe ich gesehen. Ihr Lieben, macht's gut. Bis morgen zum Podcast wahrscheinlich. Und habt eine schöne Zeit. Macht es euch schön. Wartet, ich ziehe hier einfach willkürlich. Es wollte wieder raus. Sensitivität. Du wirst immer sensitiver und musst entsprechende Veränderungen in deinem Leben vornehmen. Habe ich jetzt einfach aus dem Stapel gegriffen, ja? Ihr Lieben, nehmt's euch mit. Tschüssi.